Guten Morgen. Ernährung und Fasten als Therapie von Professor Dr. Leitzmann. Der Herr Dr. Leitzmann ist ein anerkannter Professor und ja, würde ich schon sagen, sowas wie ein Ernährungsguru. Und zwar nicht, weil ihm so viele Menschen hinterherlaufen, sondern weil er wirklich über Jahrzehnte hinweg sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat, ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ein paar sag mal, ich sag mal, geistige ja, Konditionierungen können auch nicht komplett abgelegt werden, das kann niemand. Und das spürt man auch durchaus in seinen Büchern, dass er über Sachen, wo er nicht neu bewusst reflektiert, dass er da ja, einfach altes Wissen wieder käut und wieder gibt. Und da sind wir bei dem ersten Punkt. Wer das Buch kaufen möchte, aber schon das Buch Ernährung des Menschen von Professor Dr. Leitzmann hat, der kann er sich quasi gerade zur Hälfte so ein bisschen sparen, weil sehr, sehr viele Punkte aus dem Buch Ernährung des Menschen sind, kommen einfach wieder und werden einfach wieder abgedruckt und werden quasi recycelt. Das mag man gut finden, mag man schlecht finden, aber ja, ist halt so. Aber das nur mal als Information, wer das Buch Ernährung des Menschen, ich habe da schon eine Rezension drüber gemacht, findet ihr oben in den Infokarten, wer das schon in seinem Besitz hat, der wird sehr, sehr viel wiederfinden. Das Buch Ernährung und Fasten als Therapie hat 350 Seiten. Wenn man die Überschrift so liest, Ernährung und Fasten als Therapie, dann denkt man schon, das Buch geht ums Fasten. Ernährung hat ja mit Fasten zu tun. Also das ist ein Fastenbuch. Und ja, da wird man sehr, sehr enttäuscht sein. Also von den 350 Seiten ja, handeln ungefähr 30 Seiten übers Fasten. Und das ist echt nicht viel bei dem Titel. Und das ist tatsächlich ein Kritikpunkt. Und das ist auch schon in anderen Rezensionen. Ich verlinke euch ja immer wieder das Buch, was ich rezensiere, verlinke ich euch ja unten bei Amazon. Und da seht ihr schon an den anderen Kundenrezensionen, dass das so auch so ein Kritikpunkt ist, den viele angebracht haben. Und den kann ich nur unterstützen, wer sein Buch Ernährung und Fasten als Therapie nennt und dann nur 30 Seiten bei 350 Seiten übers Fasten redet, da muss ich dann auch die Kritik gefallen lassen. Das Buch ist ein Buch, was nicht unbedingt für den Laien geeignet ist. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Fachbegriffe und es ist durchaus schon anspruchsvoll. Ich würde sagen, das ist so ein Buch für tatsächlich für Ernährungsberater, die sich da auch schon das eventuell studiert haben oder die sich da sehr eingehend mit den Fachbegriffen auseinandergesetzt haben und dieses praktisch relevant auch einsetzen wollen. Und da ist auch ein Fokus des Buches. Er gibt praktisch relevante Tipps, also wirklich richtig praktisch relevant, wie man zum Beispiel in einem Beratungsgespräch, das kommt aus der Überschrift überhaupt nicht hervor, Ernährung und Fasten als Therapie. Gut, das Wort Therapie deutet so ein bisschen darauf hin, aber wie man so in einer Therapiesitzung mit den Menschen umgeht, dass man Blickkontakt hält und solche Sachen sind auch enthalten im Buch. Also das finde ich schon echt bemerkenswert. Und ja, kurze Einteilung, also das 5 Kapitel hat das Buch. Das erste Kapitel ist so um die Ernährung allgemein, um Zustand der Ernährung auch in Deutschland. Und das zweite Kapitel ist, geht es um ausgewählte Inhaltsstoffe. Das heißt, er hat sich da ein paar Sachen rausgesucht, ein paar sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter, die er da, wo es halt neue Studien gibt und wo neue Erkenntnisse sind und die er wichtig findet, die bringt er in einem zweiten Kapitel, in einem dritten Kapitel, ja. Zeigt da so, was es für Ernährungsformen gibt, die man therapeutisch nutzen kann. Also, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ich glaube, es war irgend so ein alter Grieche, aber mache Essen zu deiner Medizin oder so ähnlich. Und ja, und letztlich ist einfach so eine Ernährungsform ist nichts anderes als eine Therapie. Und man kann die natürlich mit einem Ernährungsberater zusammen ja, versuchen, da umzusetzen oder man informiert sich halt selber. An dem Punkte positiv zu erwähnen, der Professor Dr. Leitzmann spricht wenig davon, dass es unbedingt ein Ernährungsberater sein muss. Und viele, die aus dem Bereich kommen, die glorifizieren ja unbedingt die, also oder nicht glorifizieren, sondern sie manifestieren die Überzeugung in den Menschen, dass es unbedingt ein Ernährungsberater sein muss, der die Ernährung umstellt. Das kann jeder für sich selber tun, gerade wenn er so ein Buch auch an die Hand bekommt. Und ja, dann im vierten Abschnitt geht es tatsächlich ums Fasten, 30 Seiten ungefähr. Und im fünften Abschnitt geht es auch nochmal um ganz spezielle Patientengruppen, die eine ganz spezielle Ernährung brauchen. Und eigentlich ein schönes Komplettpaket für Ernährungsberater. Ich glaube, das ist auch die Zielgruppe des Buches. Was ganz interessant ist, ist, dass viele seiner Aussagen oder viele seiner Erkenntnisse gar nicht zu Ende formuliert sind.
und dann versucht wird, und da bin ich bei dieser, ich nenne es einfach mal, geistigen Konformität mit seinem bestehenden Wissen gar nicht an aktuelles Studiengut andockt, was vorhanden ist. Wie zum Beispiel 50 Schlüsselideen der Biologie oder 50 Schlüsselideen der Genetik. Dazu gab es ja auch Buchrezensionen von mir. Und ja, und da ist zum Beispiel der Ist-Zustand der deutschen Ernährung ist folgendermaßen, dass die Deutschen sehr viel an Übergewicht leiden. Dass es sehr, sehr viele übergewichtige Menschen gibt. Aber im Durchschnitt essen die Deutschen weit weniger Kalorien als die DGE empfiehlt. Das heißt, wir sind übergewichtig, obwohl wir weniger Kalorien zu uns nehmen. Und Professor Dr. Leitzmann, der ist dann einfach überfordert in dem Moment und versucht dann irgendwie so zu sagen, ah ja, das liegt dann daran, dass wir nicht alles korrekt aufgenommen haben, es ist immer so schwer bei Studien zu beschreiben und so weiter, obwohl die Studienlage und die Wissenschaft ganz klar dazu gekommen ist, dass die optimale Gesundheit oder das ein gutes Wohlbefinden weit weniger Kalorien bedarf als aktuell angenommen. Das heißt, dass wahrscheinlich diese optimale Energiezufuhr bei Frauen bei 1000 bis 1300 Kalorien und bei Männern irgendwo zwischen 1200 bis 1500 Kalorien liegt. Je nachdem Aktivitätsgrad und so weiter. Aber dass die weit unter dem liegt, was empfohlen wird. Und das macht dann auch Sinn. Und das macht auch Sinn mit den vielen Versuchen, die durchgeführt wurden an Tieren und auch an Menschen, dass man, also bei Menschen waren es empirische Untersuchungen, indem man quasi einfach geschaut hat, wie der Mensch gelebt hat und wie lange er gelebt hat, dass eine unterkalorische, von dem ausgehend, was empfohlen wird, Ernährung zu einer höheren Lebenserwartung führt. Bis zu 20% lebt man länger, wenn man weniger Energie zunimmt als empfohlen wird. Und wie viel das ist, da scheiden sich die Geister. Es gab da auch das Buch Wir fressen uns zu Tode von Maria Schatalowa, habe ich ja auch rezensiert. Und auch da findet sich das wieder, sie ist noch krasser, sie sagt 300 Kalorien oder 500 Kalorien reichen vollkommen aus. Und Fakt ist, glaube ich, kann man derzeit sagen, dass die Empfehlungen der DGE, und dafür sprechen halt eben auch diese Zusammenhänge, absolut viel zu viel Energie ist und wir gar nicht so viel brauchen. Und der Körper damit eigentlich nur wertvolle Energie, die zur Verdauung genutzt wird, verbraucht. Und da könnt ihr auch gleich ans Fasten andocken. Das macht er temporär auch, das muss man zugestehen. Aber er zieht nicht diese große Erkenntnis daraus, die sehr, sehr vielen Menschen weiterhelfen würde. Aber gut, ein Punkt. Ja, dann bezüglich der Stoffe, die er sich rauszieht, ja. Ist halt selektiv, aber ich finde es halt schade, aber das zieht sich halt eben durch sein Leben auch durch so ein bisschen, durch sein Bücherleben. Er ignoriert einfach die Aminosäuren. Die Aminosäuren, die sind irgendwie nicht relevant, sie sind nachgewiesen essentiell, aber dass er zu jeder einzelnen Aminosäure so ein bisschen in die Tiefe geht, das vermisse ich bei all seinen Büchern. Da gibt es Informationen, aber die werden von Professor Dr. Leitzmann nicht an den Mann gebracht und an die Frau gebracht und von daher, ja, schade. Das Kapitel über das Fasten allerdings ist meiner Meinung nach sehr gut, weil es halt den Spagat schafft, er als Wissenschaftler, zwischen der Wissenschaft und der Alternativmedizin. Er bereitet das alles wissenschaftlich auf, er gibt die Studien an, die gibt es natürlich auch zum Fasten und das macht das Kapitel Fasten echt lesenswert. Das sind nur 30 Seiten, aber da gibt es übrigens eine ganz interessante Preisstruktur, da komme ich am Ende hin, das habe ich noch nie erlebt, aber da erzähle ich euch am Ende des Videos. Und ja, und das macht es eigentlich schon echt lesenswert, aber es sind halt echt nur 30 Seiten. Aber das Kapitel vom Fasten finde ich richtig, richtig gut. Bei den Ernährungsformen behandelt er 3 sehr intensiv. Das ist einmal die Vollwertkost, da sagt der Name Werner Kollert euch vielleicht was, da habe ich auch schon mal eine Rezension gemacht. Dann die vegane und die vegetarische Ernährung, die er in einem Punkt abhandelt, auch dazu kurz gleich was. Und die mediterrane Ernährung. Ja, er reißt dann noch das Ayurveda an, das Mazdanan, die anthroposophische, die Paleo-Ernährung, chinesische Medizin, ja, so ein paar kleinere Sachen reißt er noch an, bewertet sie kurz und ja, wobei bei der Bewertung halt oftmals das sehr lapidar abgetan wird und zum Beispiel im Ayurveda kann ich mich erinnern, da hat er gesagt, ja, das Wissen mit den 3 Konstitutionen ist nicht wissenschaftlich erwiesen und deshalb kann man das jetzt einfach nicht so stehen lassen oder so. Also irgendwie so, ich habe mal was dazu geschrieben, es gibt die Ernährungsformen und ich kann halt
in der Werbung für mein Buch sagen, ja, ich habe auch das Ayurveda mit behandelt, was halt auch immer so zieht. Von daher finde ich es nicht so gut, dass er da nicht konkret drauf eingegangen ist, hätte es lieber weglassen sollen. Und auch zur veganen Rohkost, erster Meinung, eine vegane Rohkost ist auf Dauer nicht geeignet, da sie zwangsweise mit einer Nährstoffmangel assoziiert ist. Und da redet er nicht nur von B12 und Vitamin D, die generell ein Problem darstellen, sondern halt auch von Eisen und also er hat keine Ahnung von veganer Rohkost. Das muss man einfach so sagen, weil die vegane Rohkost, ich habe dazu ja auch schon genug Videos gemacht, es gibt genug Infomaterial, es gibt genug Seiten im Internet, wo man halt die Inhaltsstoffe der Rohkost sich zusammensuchen kann, auch die Bioaktivität, die Biofunktionalität der Lebensmittelinhaltsstoffe, dazu habe ich auch schon Videos gemacht, Rezensionen und die Wissenschaft gibt das her, dass man sagt, eine vegane Rohkost kann durchaus sehr vollwertig sein. Wie gesagt, Vitamin D haben wir alle in Mangel, sollten wir supplementieren. Zumindest ist das Stand der Wissenschaft. Und ja, Vitamin B12 ist halt, wird supplementiert. Entweder, auch da haben wir alle den Mangel, entweder es wird über die Tiere supplementiert, dass den Tieren das beigegeben wird und wir essen die Tiere, oder es wird direkt an uns gegeben. So, das sind einfach die beiden Stoffe, ja, da brauchen wir nicht reden, da haben wir alle einen Nährstoffmangel, Fleischesser wie Veganer, beziehungsweise Fleischesser dadurch nicht, dass die Tiere halt supplementiert werden. Ja, also da ist halt so ein bisschen beim Lesen, naja, okay, aber wie gesagt, der Mann ist schon recht alt und dann immer das Wissen auf dem aktuellen Stand zu halten, ich arbeite fulltime daran, mein Ernährungswissen auf dem aktuellen Stand zu halten und ich bin noch jung und knackig und ernähre mich eben rohköstlich und von daher denke ich, dass meine Kapazitäten wohl noch ein Stück größer sind als die von Herrn Professor Dr. Leitzmann, was natürlich wie gesagt dem Alter geschuldet ist. Gut, alles in allem ist es schon ein guter Überblick über alles, über die Ernährung vor allem und nicht über das Fasten, auch wenn das Fasten so ein bisschen als Zugpferd in den Titel da hineingestoßen wurde. Aber es ist ein gutes Buch, so einen Überblick sich zu verschaffen. Ja, das Fasten, gutes Kapitel, habe ich schon gesagt. Das Weglassen der Aminosäuren ist halt schade. Naja. Auf jeden Fall, jetzt kommen wir zur Preisstruktur, weil ich kann nicht einfach eine Bewertung über das Buch so geben, weil es gibt eine total interessante Preisstruktur. Man kann das Buch für 50 Euro kaufen bei Amazon als Lesbuch, als Papierbuch. So. Man kann es aber auch als Kindle-Version kaufen. Und normal hätte ich dann gesagt, das meiste dann 40 Euro oder sowas. Aber das Kindle-Buch, das kostet 6,99 Euro, das E-Book, dieser 350 Seiten-Wälzer. Also da muss ich sagen, ich bewerte mit meinen Standen auch immer das Preis-Leistungs-Verhältnis und für 6,99 Euro, da ist dieser wissenschaftliche Wälzer tatsächlich 5 Sterne wert. Also für 6,99 Euro, auch wenn da ein paar Sachen einfach faktisch falsch sind und ein paar Sachen ja, sehr sehr locker angegangen werden, würde ich sagen, für 6,99 Euro ist das definitiv ein Kauf 5 Sterne für jeden, der sich irgendwie mit Ernährung, Fasten ja, beschäftigt und da so ein Kompendium haben möchte. Für Ernährungsberater sowieso. Wenn ich für 50 Euro das Buch bewerten müsste, das mache ich einfach jetzt, dann würde ich sagen, ja, da sind es 3 Sterne. Mehr auf keinen Fall. Für 50 Euro heutzutage kann man wirklich aktuelles und besseres, also damit besseres Wissen, viel preisgünstiger, teilweise kostenlos bekommen. Man kann Studien bei PubMed kostenlos einsehen, man kann sich das selber erarbeiten und ja, und ist halt eben auch im Stand der Wissenschaft heute, wenn man das aus wissenschaftlicher Sicht sieht. Alternativmedizinisch würde ich das Buch gar nicht bewerten wollen, weil er einfach einen wissenschaftlichen Ansatz hat. Ja, also das wäre so mein Eindruck von dem Buch. Summa summarum, ja, wohl 4 Sterne, aber ja, je nachdem was ihr kauft, kauft ihr das Kindle-Buch für 6,99 Euro, absolute Kaufempfehlung, kauft das, wollt ihr das für 50 Euro kaufen, dann sage ich, ja. Also wenn ihr Ernährungsberater seid, wirklich Ernährungsberater seid und Ernährungsberatung machen wollt und sehr sehr viele Informationen bekommen wollt für verschiedene Krankheitsbilder, wie ihr euch da ernähren solltet, was gibt es für grundsätzliche Ernährungsformen als Therapie und das Fasten an sich auch und wollt dazu den aktuellen wissenschaftlichen Stand, der leicht veraltet ist, wiedergeben den Patienten und immer was zu sagen haben, ja okay, dann könnt ihr es euch tatsächlich überlegen. Das ist mein Eindruck. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen und beim Nichtlesen. Christian, tschüss.